Larry! Das wird jetzt komisch. Und das ist auch an die älteren Zuschauer gerichtet. Kennt noch irgendwer das Point-and-Click-Adventure von Indiana Jones? Hallo, ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Immer gern als Easter Egg in irgendwelchen anderen Spielen genommen. Hier sind die Lederkondome. Hallo, ich verkaufe diese tollen Lederkondome. Was machst du hier drin? Was soll das? Es wird Zeit für unser Date. Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Da unten läuft gerade die wichtigste Keynote meiner Karriere. Und dann schlagen auf einmal die Bewegungsmelder hier im Büro an. Was hat BJ jetzt wieder für ein Chaos angerichtet? Hat er dich hier reingelassen? Ich kann mich jetzt nicht mit dir rumschlagen. Wir sollen uns auch nicht schlagen, sondern... Ich befasse mich nachher mit dir. Das kann schon. Wer ist das denn? Vielleicht hebst du einfach mal ab. Tolle Idee. Hallo, hallo, oder? Larry, ich bin's. Hallo, ich bin's auch. So ein Zufall. Ich bin's auch. Hier ist Anu. Ach so. Wo hast du dich versteckt? Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Oh, was? Und habe meinen BH als Fallschirm benutzt. Gut, die Größe war auch dementsprechend. Dann bist du auch noch weich gelandet. Das ist fies. Man findet immer neue Gründe, Brüste toll zu finden. Ja. Ich habe schon einen Blick in das Material werfen können. Es sind alle technischen Details des neuen P-Phone darunter. Ich muss es von Fachleuten prüfen lassen. Aber ich glaube, es sind undokumentierte Funktionen darunter. Damit werden wir sie ranbekommen. Und wenn der Moment perfekt ist, wenn Prune angeschlagen ist, werde ich sie damit vernichten. Anu? Aufgelegt. Jetzt habe ich doch alle meine Dates erledigt und müsste einen grandiosen Timber-Score haben. Pi, wie viele Punkte habe ich jetzt? 45. Was? Erst? Mit wie vielen Frauen müsste ich ausgehen, um auf 90 zu kommen? Bei Bestbewertung 774 Frauen. Gibt es für Rothaarige eigentlich mehr Punkte? Nein. Müssten die Timber-Daten nicht auf dem Server hier liegen? Bestätigt. Ich müsste mich also nur in diesen Server reinhacken und meine Punktzahl auf 90 setzen. Und wie mache ich das? Aber da ist noch eine Sache. Wir präsentieren heute das komplett neue P-Phone. Es ist das beste P-Phone, das es jemals gegeben hat. Wir haben jede Kleinigkeit verbessert. Die Ecken sind um 0,5% runder. Die Farbe ist komplett neu. Es gibt ein neues Hintergrundbild. Super. Der Server sieht schon etwas anders aus als damals. Wenn ich wüsste, über welche Schnittstelle ich in das System kommen könnte. Vielleicht kann ich helfen? Ja, gerne. Baue Verbindung zu Server auf. Oh, ein Protokollserver. Piep, piep. Das würde er wohl gern wissen. Piep, piep. Der alte Charmeur. Nehmt euch ein Zimmer. Ach, das ist nur mein Mensch. Der ist harmlos. Ich meine, piep, piep. Jetzt stellt schon meinen Timber-Score um. Einen Augenblick. Piep, piep. Schon geschehen. Dein Timber-Score ist nun 90. Na endlich. Jetzt muss Faith ihr versprechen. Ja, muss sie. Piep, piep. Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich habe einen von deinen Anmachsprüchen benutzt. Da hat er sich sofort aus dem Staub gemacht.
die Sprüche funktionieren halt nur, wenn man auch das passende Aussehen mitbringt. Ich hab schon wieder mit Finger drauf gezeigt. Warte mal, was ist da unten? Och, Larry. Was zum Teufel soll das? Autsch. Larry, du verdammter Idiot. Diese Keynote muss perfekt sein. Du spielst jetzt mit. Ja, was für ein Auftritt. Ich bitte um großen Applaus. Zur Präsentation der Funktionen des neuen P-Phone begrüße ich hiermit unseren... Stripper-Praktikanten, künftigen Gatten von Faye. Künftigen Gatten von Faye. Larry Leffer. Einfach vom Teleprompter ablesen. Technologie verändert unser aller Leben und Technologie ist nur so gut wie die Software, die sie antreibt. Nicht wahr, BJ? Haha, sympathisches Lachen. Ja, Larry, wir bei Prune legen nicht nur Wert darauf, dass unsere Software revolutionär ist, sondern das Leben aller Menschen verbessert. Wir bei Prune legen nicht nur Wert... Nächste Zeile, du Pfeife. Ach so. Von all unseren Apps ist es vor allem Timber, das Menschen zusammenbringt. Und ich freue mich, nun die neueste Version enthüllen zu dürfen. Mit diesem Gerät kommt auch die neue künstliche Intelligenz des P-Phone. Die veraltete Version unserer KI schicken wir nun in den Ruhestand. Sie ist obsolet geworden. Wie bitte? Dein Arsch ist obsolet! Nun, Larry, vielleicht kannst du das neue Modell einschalten, damit wir seine Vorzüge präsentieren können. Was? Du schon wieder? Willst du mich weiter quälen? Sei froh, wenn er dich nicht gleich löscht. Was? Wir sollten jetzt über die neuen Funktionen und vielen Updates des neuen P-Phone sprechen. Larry... Ich habe genug von Menschen. Nun, Larry, was ist denn das herausragende Feature der neuen Timber-Version? Aber das steht doch gar nicht da. Wegen dir muss ich improvisieren. Der serielle Port? Sicher. Besonders stolz sind wir, wie schnell die Bilder geladen werden. Wie lange dauert es nun? Larry? Ich glaube... Sogar schneller. Nun hat die neue Timber-Version auch ganz neue Kontaktmöglichkeiten eingebaut. Strip-Poker? Larry, vielleicht wäre es eine gute Idee, das Gerät auszuschalten. Aber das steht nicht auf dem Teleprompter. Genug! Puff. Oh, fieser Ton, fieser Ton. Was? Was? Wo bin ich? Das ist doch... Ich muss den Scheiß jetzt nicht vorlesen, oder? Die Toilette im Lefties. So wie sie zu sein hat. Es war alles nur ein Traum, ein schrecklicher Traum. Alles ist wieder, wie es sein soll. Was für eine verrückte Welt das war. Endlich bin ich wieder da, wo ich hingehöre, in meiner eigenen Zeit. Nur noch 16 Farben, nicht mehr dieses komische Lila. Und ich bin... Macht euch bereit, Ladies, jetzt kommt der wahre Larry Leffer. Also das ist die... Die 8-Bit-Musik ist geil. Jetzt ernsthaft, muss ich jetzt hier in die Klotür. Waschbecken. Spiegel. Waschbecken. Klotür. Nasse Zeitung. Kann ich die aufheben? Eine Ausgabe der Wall Street Journal vom 5. Juli. Alter, hier ist ein Pömpel.
Ja, hier gab es schon viele fiese Verstopfungen. Schlüsselloch. Mit dem Finger kann ich das bestimmt nicht aufschließen. Okay. Süß. Alter, das erkennt doch keine Sau mehr heute, oder? So, was haben wir denn hier noch? Waschbecken. Handtrockner. Da fließt nichts ab. Für was haben wir denn Pömpel? Was? Ein Aal. Im Abfluss war ein schlaffer Aal. Das blöde Ding scheint kaputt zu sein. Schlaffer Aal. Wow, als ich ihn angefasst habe, ist das Wort ganz steif geworden. Nein, meine Hände sind sauber genug. Ich muss das jetzt alles vorlesen. Larry! Ja? Ich mag deinen Stil. Danke. Du weißt, wie man es macht. Du siehst aber auch nicht schlecht aus. Kannst du vielleicht den Handtrockner reparieren? Ja, das ist doch eine Idee. Mach mal. Aber natürlich, erledige ich sofort. Ja, das ist mal ein College. Er läuft. Kann ich da die Zeitung trocknen? Jetzt ist sie wieder, ist es wieder trocken. Okay. Jetzt haben wir einen Aal. Einen steifen Aal. Ein Pömpel. Und ich muss hier irgendwie raus. Hallo? Du siehst aber auch nicht schlecht aus. Ich weiß. Ja, wer du bist, brauche ich nicht fragen, oder? Ich bin Larry. Spiegelbild Larry. Was glaubst du denn? Das sag ich doch. Der Geist, der stets bejaht. Was? Lefty in Verkleidung? Ich? Spacko. Ich bin, was du bist. Scheiße. Ich bin, was du sein willst. Ich bin, was du sein wirst. Hä? Oh Mann. Okay, tschüss Larry. Tschüss Larry. So, jetzt muss ich hier irgendwie raus. Natürlich verschlossen. Mit dem Finger kann ich das bestimmt nicht aufschließen. Pümpel? Ne, Pümpel nicht, oder? Das hilft mir nicht. Steifen Aal. Ja, der Aal ist schön dünn und steif. Damit könnte ich den Schlüssel rausschieben. Aber dann würde er einfach auf der... Ah, okay, der Zeitungstrick. Ich verstehe. Ja. Die Zeitung unter der Tür durch. Genau. Und jetzt mit dem steifen Aal den Schlüssel rausgeschoben. Und jetzt können wir die Zeitung wieder nehmen, haben den Schlüssel. Hahaha. Ah, ich wusste, dass das funktioniert. Nimm deine dreckigen Finger von mir. Was? Hey, wer hat denn jetzt... Huch. Jetzt komm mir nicht so. Hä, wer labert denn jetzt gerade? Du Krabscher. Nicht der Schlüssel, oder? Du Schwein. Du Lustmolch. Bist du auch ein Larry? Hä?
Das hättest du... Da, was? Das hättest du gern wahrscheinlich. Ein Fossil wie du ist einmalig. Das beruhigt mich jetzt schon irgendwie. So, dann... ich will doch nur die Tür aufschließen, bitte. Bitte, bitte. Das kann ich mir vorstellen. Hauptsache, du kannst irgendwo was reinstecken, was? Ja, dazu noch einen blöden Spruch und du bist glücklich. Ja. Müsstest du nicht fragen, ob ich der Schlüsselmeister bin? Saugeil. Ja, ich bin ja vieles, aber nicht der Torwächter. Ghostbusters? Aber egal. Dir ist sowieso nicht zu helfen. Benutze mich. Ja gut, dann. Das war echt der Schlüssel, der gelabert hat. Alles klar. Ach, jetzt ein schönes Bier mit Lefty. Was? Das ist aber nicht Lefty's Bar. Was denn? Alter, ist das Trump? Larry Leffer, willkommen im Oval Office. Was? Ich war doch gerade noch in Lefty's Klo. Du bist ja gar nicht Ronald. Hübsches Toupet. Wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen. Heute möchten wir dich für deine Verdienste um die Erziehung der amerikanischen Jugend, junge Menschen wie Bill hier, er ist ein Wunderkind, das sicher einmal der Welt mit großartigen Erfindungen beglücken wird. Oh, Bill Jobs, du bist der Größte, Larry. Ich habe all deine Abenteuer erlebt und so gelernt, wie man mit Frauen umgehen muss. Meine wunderbare Millennia freut sich auch, dich endlich persönlich kennenzulernen. Was, wer? Larry, wie ich bist du ein Symbol aus einer besseren Zeit. Ich kann so schnell nicht lesen. Wir können doch noch so viel von dir lernen. Dein Erfahrungsschatz darf nicht verloren gehen. Ach, da steht noch wer. Erkläre dem kleinen Bill und der ganzen Nation, wie du eine Frau... Ich mache obszöne Gesten. Jo. Ich achte darauf, dass die Frau sich nicht von mir bedroht fühlt. Was? Egal, nächste Frage. Wo fasst man eine Frau zuerst hin? Also, pass genau auf, Bill. Ja! Bei der Pu... Bei den T... An den Hintern. Man packt der Frau nicht einfach so an. Was? Alter Larry, hast du einen Hau? Das werde ich immer beachten, Larry. Was geschieht mit mir? Alter, ändere ich gerade den Charakter von Bill oder was? Ich zeig schon wieder mit dem Finger drauf. Hast du etwa alles verlernt? Bist du jetzt ein totaler Loser? Traurig. Ich gebe dir noch eine Chance. Wohin gehören Frauen? In die Politik? Ins Bett. Frauen sind gleichberechtigt und können das selbst entscheiden. Alter, dem... Das hat er nie gesagt! Ist das klar? Fake News! Alles totale Hexenjagd. Was? Bill, hör nicht auf den komischen Typen. Doch, und der wird jetzt ganz lieb. Millennia, nicht weinen. Alter, die Olle? Ficken, bumsen, bla... Hab ich nicht gesagt. Ich werde mich nun aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um mir professionelle Hilfe geben zu lassen. Ich verliere mich, das kann nicht sein. Alter, dieser fiese Ton. Der ist echt fies. Okay, jetzt ist er weg. Ich verliere mich. Das kann nicht sein. Er kommt wieder zu sich. Siehst du, war gar nicht nötig, einen Arzt zu rufen. So ein paar Stunden Ohnmacht sind doch ein Klacks. Was ist passiert? Das neue P-Phone ist explodiert und du bist ausgenockt worden. Was? Das war alles
nur ein Traum. Versteht ihr? Das war alles gar nicht echt. Klar, Larry. Jedenfalls ist wegen deines Auftritts der Aktienkurs von Prune ins Bodenlose gestürzt. Ja, besten Dank auch. Ist ja nicht so, dass wir von dem Job leben. Wo ist Faith? Die ist mit BJ abgehauen. Ich habe munkeln gehört, dass sie auf ihrer Yacht sind und sich auf BJs Villa in Cancun zurückziehen wollen. Hoffentlich haben sie dort eine Idee, wie sie die Firma retten können. Ich muss zum Pier. Verzage nicht, Faith. Dein Larry eilt dir zur Hilfe. Mhm. Das machen wir klar. Du hast alles verdorben. Du musstest nur dafür sorgen, dass dieser Larry uns nicht wieder in die Quere kommt. War das zu viel verlangt? Du bist diejenige, die ihn auf eine Mission geschickt hat, die halbe Stadt auf seine Seite zu bringen. Verflucht, du hättest ihn einfach von der Bühne schaffen können. Warum mache ich diesen Job wohl, Faith? Weil ich improvisieren kann. Ich bin das Gesicht von Prune. Ich bin es, den die Welt an der Spitze sehen will. Glaub mir, ich weiß inzwischen genau, was du für die Firma bedeutest. Und vielleicht wird es Zeit, dass sich hier einiges ändert. Wir legen ab. Verdammt, sie legen gerade ab. Von hier komme ich nicht aufs Boot. So viele Möglichkeiten hast du ja nicht. Ich warte mal ab, ob du selbst drauf kommst. Ich glaube, da schwimme ich lieber hinter ihnen her. Du springst jetzt durch das Bullauge, Larry. Oh, jetzt drängel nicht so rum. Los jetzt! Na gut. Död! Död! Das war knapp. Aber ich bin an Bord. Warte mal. Ja, bitte? Mist. Bei meinem todesmutigen Sprung sind mir alle meine Sachen aus der Hose gefallen. Na super. Oh nein. Pi? Keine Sorge. Ich bin noch hier. Leider. Alles außer dem Handy. Faith, ich komme. Die bekommst du niemals auf. Woher willst du das wissen? Ich habe die modernsten Sensoren. Wie lange dauert die Fahrt denn? Beim aktuellen Verkehr 3 Stunden und 47 Minuten. Verkehr? Oh. kannst du was singen, ist gut. Kannst du was singen? Sing doch selbst. Kannst du mir ein paar Witze erzählen? Du meinst von der Sorte, kommt eine Frau beim Frauenarzt? Genau. Nein. Oh. Menno. Kannst du mir ein paar Filme zeigen? Auf hoher See habe ich keinen Empfang. Was? Was für eine Scheiße. Das wird jetzt langweilig. Was könnte ich wohl tun, um die Zeit totzuschlagen? Ist echt schade, dass du kein Sexroboter bist. Oder wenigstens eine Sexpuppe. Ach, vielleicht findest du hier ja sowas Ähnliches. Großartige Idee. Warum ermutige ich ihn auch noch? Wasch dir wenigstens die Hände, bevor du mich dann wieder anfasst. Ja, wir suchen jetzt nicht echt eine Sexpuppe, oder? Naja, okay.